Endspurt bei der Berlin Sports Week. Wir schreiben bereits den 6. von 8 sportverrückten Tagen. Die Stadt ist auf den Beinen und dem Brett unterwegs. Beim Stand-Up-Paddling der Technischen Universität Berlin können auch Nichtstudenten mal in den Trendsport reinschnuppern. Und das besonders Tolle daran, wer den Kurs gemacht und 40 Euro übrig hat, kann die ganze Saison for free aufs Board steigen und den Stößensee entdecken. Subsurfing, schon etwas ganz Besonderes. Man hat durch den steileren Blickwinkel ins Wasser, sieht man ganz andere Pflanzen und Fische, die man sonst gar nicht für Möglichkeiten hat. Dadurch, dass man sehr leise durchs Wasser gleitet oder übers Wasser gleitet, sieht man auch dann auf einmal an Flüssen oder das Rehe. Oder ich wusste gar nicht, dass es so viele Biber in Berlin gibt. Es ist unglaublich. Und von der Uni zur Schule. Beim AOK Sportsymposium konnte man nicht nur fleißig testsporteln, seine Füße scannen lassen oder fruchtige Drinks schlürfen, sondern auch mal was über den anderen Schulsport erfahren. Henning Harnisch, Basketball-Europameister und Alba-Vizepräsident, erklärte vor dem großen Playoff-Halbfinal-Match gegen Bayern München den Ansatz der Albatrosse. Man muss das radikal neu machen, also Schule, Sport, Verein in ein ganz neues Verhältnis stellen. Da haben wir eine Art Modell entwickelt, wie das geht. Und das heißt aber letztlich auch, dass wir eine Systematik entwickeln müssen, die im Kita-Alter anfängt und niemanden ausschließt. Also alle sollen einen sportlichen Zugang kriegen und mit einzelnen Sportarten aufwachsen können. Und dafür brauchen wir auch attraktive Ideen, weil sonst fehlt was. Während der 8 sportlichen Tage gibt es nicht nur was für den Körper, sondern auch was für den Kopf und den Austausch über die Hauptstadt. Bei der Diskussion um die Frage, hat der Berliner Sport die Wende geschafft, wurden alle Himmelsrichtungen diskutiert. Mit dem Ergebnis, Berlin ist Sportmetropole und das ist auch die Berlin Sports Week. Ja, weil man so eine große Kampagne hatte, diese zu zeigen, wie vielfältig die Stadt im Sport auch ist, was es alles für Großveranstaltungen gibt, wie jetzt das Velothon, was war, wo wirklich der Leistungssport mit dem Breitensport zusammen ist und viele kleine Veranstaltungen, viele kleine Diskussionsrunden und so hatte der Sport, sage ich mal, einen Namen in der Woche in der Stadt auch. 2 Tage lang habt ihr noch Zeit, die Stadt von ihrer ganz sportlichen Seite zu erleben. Reist, besucht nochmal fleißig www.berlinsportsweek.de, sucht euch eine nette Veranstaltung, geht einfach hin und habt Spaß. Wir haben es auch und zeigen euch zum Beispiel das Beste vom Sportabzeichen, der Inklusion oder den Berlin Open in Lacrosse. Hauptstadt Sport TV, klickt rein.